lass uns da mal hingehen zur nächsten Mission. Erstmal hier, was ist das hier? Gutachten, aha. Okay. Hab wieder irgendwas für einen Hinweis. Eine Schatzsuche. Hier ist auch noch was. Eine Vorratslieferung. Gott. So. Paolo, was hast du für einen Plan, hä? Erstmal gucken. Munition? Das fehlte noch. Ja. Kommt kein Auto diesmal? Schade. Danny, komm her. Ja, wir sprechen. Bicho ist durchgedreht. Er schrie irgendwas von Bembe und dass er schuld an dem sei, was dir, mir und Talia passiert ist. Letzte Nacht zog er los, als wir schliefen. Ich glaube, der Idiot ist hinter Bembe her. Keine Ahnung, wie Bicho ihn aufspüren will. Bicho hat uns immer den Rücken gedeckt. Und wir haben nie... Finde ihn einfach, ja? Wir ziehen in den Krieg. Ich muss unsere Leute sammeln, ausbilden. Und das heißt, wir lassen niemanden zurück. Nicht mal Bicho. Okay. Viel Glück. In dieser Lage zählt jeder einzelne Guerriero. Eine Intervention? 2400 Meter wieder? Oh Gott. Nein, mal, warte mal. Bicho ist bomb. So irgendwo und verschwand dabei. Ich schaue mich zuerst bei Bicho zu Hause um. Ah. Ja. Zu Hause, da ist der ja, zu Hause. Ja, da kannst du auch leise liegen. So. Was ist am wichtigsten? Da haben wir nichts Dichtes bei. So ein Kack aber auch. Oder hast du einen dichteren Punkt? Nee. Warte mal. Wo sind wir überhaupt? Wo müssen wir nehmen? Ich sehe gar nicht, wo wir hin müssen. Da unten irgendwo. Jo, na, da fahren wir erstmal so hin und dann. Das ist immer scheiße, wenn die Anfang fehlt. So. Okay, dann suchen wir Bicho. Ja, hast du mal finden. Ja, muss man reingehen. Ich bin nicht reingegangen. Ja. Da ist er nicht. So. Ah. Ihr hättet eine Nachricht. In der Mitte zerrissener Brief. Bicho, ich hab's für dich getan. Wuhu, wir müssen zusammenhalten in diesem verkorksten Land. Du fragst mich nach einer Knarre? Das hat mich überrascht, aber ich habe sie für dich besorgt und auch noch genug coolen, um dich berühmt zu machen. Hier ist die, der andere Teil des Gefallens. Bembe spielt mit allen, besonders mit der FND. Du findest ein saftiges Stück seines Spiels bei Lescano Rodeos Auktion. Also kauft Bembe Waffen vom Militär. Die Übergabe fand offenbar beim Rodeo statt. So. Weitersuchen. Müssen wir. Ja, wichtig. Eins brauchen wir noch. Ja. Da ist nichts. Ah, hier. Ah, da. Aber kannst du auch selber lesen, ne? So, Freunde. Und ich selber lesen. Ich hab's ja nicht. Okay. Ein bisschen wie wir, du nimmst du auch noch mit. Was, Bembe? Das Lager sollte ich mir mal ansehen. Happy. Ja. Wenn ich Bembe finde, finde ich Bicho. Bitte sei noch am Leben, nicht so sehr. Okay, wo ist jetzt hin? Immer ein Stückchen auf Zeiten. Oi, Paolo. Danke. Ich glaube, Bicho hat was Blödes gemacht. Was hat er diesmal angestellt? Er will sich Bembe holen. Dieser verdammte Idiot. Keine Sorge. Ich finde ihn, bevor er sich sein eigenes Grab schaufelt. Bitte beeil dich. Bicho hat keine Chance gegen einen wie Bembe. Okay, so. Karte? Okay, zwei Stück sind das hier.
Nehmen wir mal, das ist am dichtesten. Da reisen wir, da fahren wir hin und dann machen wir die nächste Aufnahme. Genau. Lass uns doch auf der Straße stehen. Gut. Dann suchen wir hier nach dem Picho. Picho, wo bist du? Na, was haben wir denn da? Du bist der Stier. Und da ist noch so ein Stier. Das ist dein Kumpel, ne? Und viele Tote. Oh ja. So, Suchgebiet, such ab. Ich such ab. Der wird wohl nicht da reingegangen. Sieht aus, als wäre ein Tier geplatzt. Da wäre er dumm. Naja, Mauer von oben. Genau. Hier hustet einer. Hier muss die Hölle los gewesen sein. Da ist einer. Da war einer. Gut. Da war einer, ja. Ich muss noch etwas suchen, was mich nach Bembe führt. Ja, was? Hallo, kleine Ochse. Picho hat die Stiere auf alle losgelassen. Was für eine Art zu sterben. Das sind keine kleinen Ochsen. Das sind überhaupt keine Ochsen. Urlaub läuft. Das sind Bullen. Aua! Na, weiter so, bis ich wütend werde. Mach doch den Rodeo. Alle tot? Nee, da ist noch einer. Rodeo, hier. Das war gut. Ich lauf rein, die kommen alle zu mir, lauf hoch und Olaf geht runter, dann kannst du an zu dir. Olaf ist gefunden. Ja. Kurzschriftliche Anweisung, der Übergabe ist Freitag beim Rodeo. Ich trau dem nicht über den Weg, der Typ ist eine falsche Schlange. Wir haben zu einem abgewickelten Schuppen bei den kolonialen Anwesen verfolgt. Gehört jetzt seine Familie, aber okay. Bembe hat Panik gekriegt und seinen Koffer umgelegt. Das ist die Welt. Du musst ihm gefolgt sein. Was abziehen will. Aha, na gut. Paolo, der kleine Irre hat eines von Bembes Schwarzmarktgeschäften sabotiert. Er hat die Bullen bei so einem Rodeo losgelassen. Rebinga, er spielt mit seinem Leben. Ich sorge dafür, dass ihm nichts passiert. Ei sorgt dafür, dass ihm nichts passiert. Ei den Ei. In 1098 Meter. Wie willst du das jetzt machen? Ja, dann machen wir hier wieder Schluss und dann fahren wir wieder. Ja, genau. Genau. Gut, dann müssen wir mal. Hier müssen wir hin. Hier drüben. Unter uns die Dinger sind egal, weißt du? Die müssen wir mal auskundschaften. Spezialeinheiten. Komm, ja. Spezialeinheiten. Ja. Ich versuche mal den Kommandante, den wir hier immer wegschießen. Ja. Also kommen wir gleich hergelaufen. Mit einem Raketenwerfer. Ah. Aber in der Hände kannst du nichts machen. Nee. So, der ist weg. Nasse. Die kommen jetzt schon rumgerannt, ne? Glaube ich. Ja. Jetzt können wir rein. Jo. Also los. Und dann auf geht's. Vorwärts.
Ich rutsche über das. Eine Geiselnahme. Scheiße. Geiselnahme? Der lebt noch, ne? Mach ihn frei. Ja. Du da. Was hast du für mich entdeckt? Ja, bitteschön. Du frei. Gott sei Dank. Kiste. Wir waren da. Es war Enrique. Er hat das Vivero gestohlen. Ich glaube, er ist noch da drin. Ja, MP7 haben wir gekriegt. Oder ja. Ich? Ja, ich hab Schießpulver. Ah, Gott. Dann hast du die schon. Die hast du gerade aufgemacht. Gott. Medizin. Ja, ich auch. Gut. Fick dich, Bembe. Fick dich. Treppen hoch. Benzin. Oh Gott, töte mich nicht. Töte mich nicht, warum nicht? Ruhig. Sag mir nur, ob hier so ein verrückter Typ durchgekommen ist. Ja. Redet viel, die Haare so ein bisschen wie eine Ananas? Ja, kam rein und hat mit einer Waffe rumgefuchtelt. Er wollte, dass ich ihm sage, wo mein Käufer wohnt. Ein Typ namens Bembe. Hast du es ihm gesagt? Sie, und dann ist er abgehauen. Kannst du mir sagen, wo Bembe lebt? Niemand weiß genau, wo sein Haus ist. Aber es ist im Cruz del Salvador, nicht weit von der Grenze. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bitte lass mich gehen. Paolo, ich weiß, wo ich Bembe finde. Dann wird Bicho auch dort sein. Genau. Ich melde mich, Paolo. Okay. Da war doch. Du hast wieder Brandmunition drin, ne? Ja. Ah, verschlossen. Was hast du für mich entdeckt? Ich finde dich, zündet meinen Hund an. Der hört schon wieder auf zu brennen. Ah, hat schon wieder auf. Da ist noch einer. Um ihn zur Rede zu stellen, Bembe's Villa müssen wir jetzt wieder. Oh, sind 681. Dann lass uns da mal hingehen. 187 Meter, ne? Jo, ist ja gleich unter uns hier, wie der aussieht. Ja. Jo. Können wir vorne oben runterspringen mit Fallschirmi? Jetzt muss ich fragen, ob wir über die Klippe hier rüberkommen. Tja, das wage ich zu bezweifeln. Ach was. Davon habe ich gehört. Anscheinend versteckt sich Bembe in einer alten Sklavenhütte auf einer Plantage. Okay. Ich komme rüber. Was? Ja, du hast zweimal gemacht was? Jetzt, ich hab, ne? Ich habe außer den Weg zurückgenommen. Ach so. Wollte ich gar nicht, da bin ich noch ein paar Meter so geflogen. Ansonsten, wenn du bis zur ersten kommst, ne, dann springst du halt nochmal, ne? Ja. Ich kann ja schon mal ausprobieren. Kann ja schon mal ausprobieren. Also scheint nichts zu sein, keine Gegner. Ist alles normal. Da drinnen.
Hier gibt es hier irgendwo noch eine Kiste, wie die aussieht. Das ist Bichos Truck. Bicho? Bicho! Ich interagiere mal, ne? Ja, interagiere mal. Bicho, was soll das? Verschwende hier, Danny! Ich puste diesem Cabron die Birne weg. Tust du nicht. Tu ich nicht? Du meinst, ich tu's nicht? Ha? Bicho, hör mir zu. Du dachtest, du bringst hier alles in Ordnung. Aber es läuft nicht so recht nach Plan, oder? Was weißt du denn schon, hä? Ich weiß, du bist kein Mörder. Sieh nur, wie du zitterst. Du bist eine ängstliche kleine Ratte. Ungeziefer. Ein Parasit. Ja. Du nimmst nur und gibst nichts zurück. Bicho, hör nicht auf ihn. Genau. Bicho. Eine blutsaugende Wanze. Wow, warte mal. Du heißt nicht Bicho. Und du bist keine Wanze. Wie lautet dein richtiger Name? Du willst was in Ordnung bringen? Dann drück ab. Du musst jetzt echt mal die Fresse halten. Mein Name ist Paz. Ja, okay. Dein Name ist Paz. Du bist Paz. Du bist nicht Bicho. Du bist keine Wanze. Du bist Paz. Und du musst bei uns bleiben, okay? Hm? Genau. Sehr, Jamako. Du bist ein Scheißkerl. Aber ich lüge meine Freunde nicht an. Es ist zwar egal, aber ich wollte Paul rausholen. Ja, ehrlich. Er schieß ihn doch einfach, den Drecksack. Boom, boom. Okay, dann können wir uns hier noch ein bisschen umgucken.